Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kirby und Crystal Shards. Und wir nehmen uns den Boss jetzt vor und gucken, wer der jetzt aussieht. Ich bin gespannt. Okay, was ist das? Das erinnert mich gerade irgendwie an Tron. Dieser Boss. Hat er auch eine Schwachstelle? Oder muss ich das jetzt die ganze Zeit so machen? Okay, ich glaube, muss ich jetzt die ganze Zeit so machen. Habe ich möglichst wenig treffen lassen. Okay, jetzt kommt noch blaue. Na, das war nicht gut. Das wird schlecht. Das wird schlecht. Was ist das für ein Boss? Komischer Boss. Sehr komischer Boss. Okay, jetzt konzentriert. Jetzt wird's am schwierigsten. Ist das ein Rotz, ey. Komischer Boss. Wie treffe ich den denn? Blöder Boss, ey. Oh Gott. Ah.
sorry, ich muss gerade ein bisschen konzentriert hier vorgehen. Bloß noch der eine. Ist es vorbei? Bitte ist jetzt vorbei endlich. Das war wirklich jetzt ein schwerer Boss gewesen. Muss ich zugeben für die zweite Stage. Toll. Kirby. Er sieht seine Freunde als was zu essen. Oh, jetzt hat er einen Apfel und ein Stück Kuchen. Und seine Freundin isst Fleisch und sie malt einfach ein Bild in der Wüste, warum auch immer. Da kommt das ganze Essen her. Ist ja lol. So, wo geht's jetzt hin, guter Kristall? Aquastar. Oh nein, eine Wasserwelt. Es kann lustig werden. Ja, hi. Hoffentlich wird diese Welt jetzt besser als... Was ist jetzt? Hoffentlich wird der Boss dieser Welt jetzt besser als der letzte. Und noch ein Leben. Das heißt, Emma Game Over und... Ja. Ihr kennt's ja schon von Kirby. Ist ja nichts Neues. Ups, ich glaube, ich habe gerade mein Tor verspielt. Obwohl, das ist auch ganz cool. Und Fleischhäppchen. Vielleicht schaffe ich die Stage noch. Sehen. Fischies. Tschüss, Fischi. Was ist das? Sieht aus wie eine Höhle oder so. Okay, Kram. Und so komisches Blau, Grün. Ach, die Donkey Kong-Dinger wieder mal wieder. Okay, ist hier oben ein Secret? Ja, da oben. Ich weiß noch immer nicht, was diese Kristalle zu bedeuten haben. Ist da bestimmt wieder irgendwas mit dem... Irgendwas mit Bonusfutter, das wir jetzt zu tun haben. Na, jetzt bin ich doch Game Over gegangen. Naja, kann ja auch mal passieren. Aquastar und gleich weiter. Kann es sein, dass diese blauen Punkte gerade auf dem Minimap die eingesammelten Kristalle darstellen? Ist mir gerade mal so aufgefallen. Zero, vielleicht weißt du da mehr als ich. Das war jetzt schlecht. Das habe ich jetzt gerade verspielt.
Husten einfach durch. Nein, 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 bleib hier. Mein Power. Und wir pusten einfach mal durch. Und ich glaube, ja, wir müssen oben lang. So, jetzt machen wir das ordentlich. Jetzt ist Schluss mit Geschlampe. Schönes Finish. Klasse. Und rein da werden. Okay, Pinguin. Ah, Freeze-Fähigkeit. Toll. Okay, da ist noch irgendwas drin, was mich töten will. Was? Okay, ein Frosch. Frosch will mich töten. Ein ziemlich gelber Frosch. Ach du wieder, dich kenne ich doch auch. Das ist die letzten Kirby-Teile. Es läuft alles noch richtig gut, Leute. Vor allem mal ohne Lex. Das ist ja mal richtig toll. Das freut mich ja gerade. Nicht ein einziger Soundlag. Es scheint sich ein bisschen beruhigt zu haben momentan. Wir haben schon 13. Minute. Obwohl meistens fing es ja bei 13. Minute an. Das heißt, loben wir mal den Tag nicht vor dem Amt und spielen einfach mal weiter. Miniboss. Komm, stirb. Jawoll. Ich muss sagen, die Zwischenbassmusik ist extrem geil. Ja, und mal ein Bild für uns. Ein Energieapfel. Oh, danke. Das habe ich nicht gebraucht. Käsecracker, dieses komischen Plattform. Lustig. Das lässt heute denn hier. Wobei die Stage ist extrem geil gemacht. Ja, ich muss Crystal Shards immer wieder loben. Das macht gerade einfach nur Spaß. Egal wann du es spielst, zu welcher Uhrzeit, auch wenn es gerade spät abends ist. Es macht Spaß. Ja, es macht Spaß, das Spiel. Und Kirby macht immer Spaß. So, ja, nehmen.
Hab ich jetzt Lin getroffen oder nicht? Ich weiß gar nicht, aber ich werde mal diese Stage noch hier machen. Nein. Kirby's Demon 3 Musik. Ist ja geil. Boah, das ist Kirby's Demon 3 Musik. Das erkenne ich sofort. Und Spikes werden die mich töten wollen. Und ein kleiner Bomberman. Diese Musik. Das wusste ich. Lauf, Kirby, lauf. Ah, ich krieg das noch nicht ganz hin mit diesem Power-Up kombinieren. Ah, das schaffe ich schon noch. Okay, Zwischenbosses, oder? Ja, da oben. Alles klar, verstehe. Ich darf dich mit Krabben beschmeißen. Einfach. Sehr, sehr einfach. Nochmal. Und zack. Hm. Noch eine Runde, oder wie? Ach so, da unten. War es das, oder wie? Kommt hier noch mehr? Ja, gut, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Schade um den Kristall. Oh, eine Wildwasserfahrt. Ist das toll. Erinnert mich auch gerade irgendwie an Donkey Kong Country und Diddy's Conquest. Schwupp. Ah, das macht Spaß, Leute, das macht Spaß. Wobei bei Yoshi's Island, das gab es sowas ebenfalls, dass man halt so umsliden konnte mit dem Boot zum Beispiel. Ah, wir haben Leben bekommen. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Nein, oh. Ups, der Soundchen kann uns verabschieden. Moment. Gut, der hat sich jetzt verabschiedet, aber in der 19 Minute, also das ging noch. Das war vertretbar. Boah, was ist das für Musik hier hinten? Ach so, ich habe einen Stern oder sowas bekommen. Yes! Bam! Und keine Chance gegen uns. Bam und bam und bam. Irgendwie renne ich gerade in jeden Scheiß rein, kann das sein? Aber ich will dieses Level noch schaffen. Nämlich um zu speichern. Das schaffen wir doch. So weit dürfte das Level ja nicht mehr sein. Eieiei. Eieiei.
Und jetzt wird's nochmal kritisch. Das war sowas von knapp, Leute. Wo ist die Finishline? Komm schon. Finishline. Ist bestimmt da oben irgendwo. Finish. Nein. Oh. Oh nein, der Part hat Überlänge. Aber ich will das noch schaffen, das Level. Ich will das Level noch schaffen. So, jetzt beeilen wir uns. Immer weiter aufwärts. Und zwar bis wir am Finish sind. Das war knapp. Ist mir egal, ich will einfach nur das Level noch schaffen. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Das Ding auf mich runterfällt, what the fuck. Und ab. Endlich zu Ende. So, ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Part, Leute.